Ja. Was waren das nochmal für Viecher? Ich glaube, das waren die übelst starken, ne? Welche? Wo? Die von links und rechts. Nee, das sind die kleinen, schweren Läufer. Ja. Die kleinen. Die sind kein Problem. Die haben sehr viel Aggro, die kann ich halt einfach im Kreis pullen, wenn ich will. Ja. Jo. Das sind die Amp. Jupp. Perfekt. Alles schon oben, ja, Gettin. Ich fang mal auf der Seite hier an. Die werden gar nicht bis zu mir kommen, weil die müssen hier den ganzen langen Weg geradeaus gehen, das ist super. Mhm. Come out and play! Viecher kommen, ja. Bitte? Viecher sicher kommen. Ah, ja. Ja, mit dem bist du halt auch fertig, oder? Nicht mit allen. Das sind viel zu viele. Ich muss mich um die Kampfläufer kümmern. Ich bin nicht wirklich wirksam gegen die, aber ich versuch mal. Wo gegen jetzt? Gegen die Fliegeviecher. Ja, ich auch nicht. Ich aber, Moment. Mit den Lenkraketen geht das super. Ja, das mach ich immer. Aber ich muss jetzt wirklich auf diese Kampfläufer gehen. Nö, die kann ich machen. Dann mach die auch. Bin ich doch ab. Ei, das ist doch nicht so. Was lebt? So, einer. Ich hab einen Pfeil im Kopf stecken. Ja. Wo kam der wohl her? Keine Ahnung. Kerne kriegt Schaden oder Kerne keinen Schaden? Hab nicht nachgeschaut. Ja. Glaub ich hab nicht. Keinen kleinen. Hey, der steht falsch. Was? Ah ja. Der kommt dahin. Und der eigentlich noch hier. Jetzt können wir die restlichen Stellen auffüllen, wenn wir wollen. Mhm. Jo. Wie auch immer. Obwohl ich gerade was anderes überlege. Was denn? Wenn wir diese ganzen Teile, die wir hier haben, nicht direkt so bauen, sondern auch die inneren Teile immer so drei Blöcke lang machen, können wir außen auch immer noch einen Block reinsetzen. Erklär. Weißt du, was mich gerade eher wundert? Was denn? Okay. Es wird mir blau angezeigt, aber ich darf nicht bauen. Komisch. Ja, keine Ahnung. Ich dachte eher. Dann müssten wir den Weg hier außen nicht gerade haben, sondern könnten den auch noch einlabyrinthieren. Einlabyrinthieren? Ja, ja. Oder wir lassen das so. Ist auch noch eine Möglichkeit. Wenn du meinst, nach. Ich kann gerade nicht nachvollziehen, was du machen willst. Gauss? Sicher? Ja. Die Fliegeviecher. Ich glaube, der braucht nur einen Schuss oder so. Dafür müsste ich alles umbauen, aber. Ja, gut. Quasi ist es halt so, dass, wenn du mal kurz schaust. Wir haben ja hier drei. Und dann geht nur einer rein. Dann wieder drei. Hm. Ja, drei ist vielleicht zu wenig. Wenn wir machen, dass wir hier drei haben. Hier wieder drei. Dann ist wieder 3, dann können wir hier immer noch einen einzelnen Block reinsetzen. Aber ich glaube, das wird nicht viel Wegstreckenverlängerung bringen. Ja, aber sieht cool aus. Egal. Ja, Ansichtssache. Stimmt schon, so ist eigentlich besser vom Draufschießen her. Mhm. Ich habe trotzdem noch zwei. Ach, ich kann einfach hier in die Kanten reinpacken, ist doch egal, ne?
diesen Schrott hier absolut faszinierend, der so rumliegt, den kicken kann. Ja, da sind die Dinger ja ringsrum. Note to self. Hä? Niemand findet Schrott faszinierend. Diese Schützen. Ja. Warum steht die Simo an da? Da. Ja. Grinst immer noch so treu doof. Ui. Gauss braucht, glaube ich, nicht mehr viel. Wir haben noch Platz für Türme. Wir können noch Türme setzen, merke ich gerade. Ja. Noch, noch Raketenturm? Oder? Ja, erstmal Gauss fertig. Ja. Erstmal Gauss fertig, Madame, okay. Sonst würde ich fast sagen, eher Fokus als Raketenturm. Wohin? Neben den anderen oder quasi? Ja, das Ding hat doch Range wie sonst nichts Gutes. Kannst du mal packen, wo du willst. Fernreichen sollte schon am da. Ja, genau. Was? Der steht aber auf kleinster Winkel immer noch, ne? Das ist die Freude. Mhm. Worauf müssen die stehen? Den kleinster Winkel, richtig? Den nächsten. So. Kommt denn jetzt? Ach, nur von den Viechern welche und da hinten ganz viele von. Okay. Jo. Ich gehe auf die Flieger, auch wenn ich liebend gern auf die anderen Teile gehen würde, weil man da hier auf der langen Strecke richtig gut mit Feuerschaden reinballern kann. Du kannst ja erstmal hier bleiben und ich dann mit Flieger kommen, wenn sie da sind. Die wahrscheinlich auch der verzögert kommen. Ja, so wie immer. Dann sag mir Bescheid, wenn die kommen, weil ich nicht hingucke. Okay. Ja, Map gucken. Der Map gucken. Ja. Hoch. Oder Map gucken. Explodieren. Ah. Also, also nichts Neues. Aber ich fand den gut. Naja. Die Fliege ist sicher kommen. Ja. Okay. Au. Ja, mich hat auch im Kampf. Mich war das normalerweise noch nicht. Merke ich gerade. Die Flüge sicher werden glücklich. Als ob das so einfach wäre. Du musst ja selber mit rangehen. Ja, ich bin schon dabei. Also passt ja, könnt auch. Könnt ihr mich immer aufhören, auf mich zu schießen, bitte? Ja, das ist echt ekelhaft, ne? Vor allem, weil die einfach verdammt hier genau sind. Das ist die Seite, manche Spieler machen sowas nicht. Und die stehen, oder die fliegen nicht. Da. Ja, jetzt kommen aber ein Haufen solcher Sporen. Das sind alles Sporen. Ich meine, die Schlechte ist andere sind träger. Die ACP. Was? Rutsch, rutsch. Kann schon sein, ey. Ja, das macht sich gut Schaden, glaube ich. Muss ja erstmal nachsehen. All clear for now. Ja. Ja. So, was haben wir denn? Der macht gar keinen Schaden. Okay, haben wir klar. 41 und 44. Richtig. Wow, die Foki sind geil. Ja, sag ich doch. 214 ja, okay. Und. Gut, 44. Das ist, naja. Ja, der ist ja auch erst Level 1, ne? Ach, stimmt. Müssen wir ändern. Mhm. Wer? Ach, der. Der da. Hey, Blisken Blaster. Oh, nee. Und Mutatoren und Zombies. Ja! Ich mag die Nick. Stell dich mal mutierte Zombies vor. Ja. Zombie plus. Oh.
Ja. Die dann auch nochmal 15.000 haben, wenn sie hinfallen. Ich sag's euch, das gibt's gleich. Ich werde auf die Zombies gehen zuerst. Die sind das Schlimmste, finde ich. Also. Mach ich mit Kira weg und Markus kommt mit dem Diskelasse, wunderbar, klar. Ja. Ich helfe lieber bei den Mutieren. Du gehst auf die Diskelasse. Du machst gut durch, wenn irgendwas mutiert, dann ist. Mach trotzdem am besten Durchschlagsschaden. Ist alles okay. Gut, dann mache ich die Punkte für nächste Runde. Okay, ready. Rest kommt nicht. Ich brauche noch Punkte. Ja, am notfalls. Ja, welche für mir fehlen da noch? Wir haben erst 12. Ja, was wollen wir denn noch aufstellen? Ich habe meinen Drohnenturm noch, aber ich glaube, der macht nicht so viel Sinn auf der Map. Ja. Wenn du den aber da in der Nähe zum Kern stellst, dann ist der Kern noch ein bisschen extra bewacht. Ja, dann Markus, gib mir Geld. Mhm. Not enough resources. Das. Hä? Ach, da. Ja. I'm ready. Gut. Ah, der Fokus macht ja auch schon gut Platz. Keinen einzigen Mutierten sehen, ja? Ah! Wir haben es sogar geschafft. Jo. Geil. Jetzt kommen erst die Bliskes. Okay, du kommst hier klar mit dem? Ja. Okay. Treffe ich die mit Wärze? So, Zombies alle weg. Wow. Echt? Das ja. Wundert mich auch. Ja, okay, mit lauter Massenschaden. Mittlerweile mache ich auch mehr Schaden. Mittlerweile kenne ich ja auch die, Fliegen aber einfach so abartig hoch. Ja, das ist so. Ich mach den. Ich geh auf den Feuerschaden wieder drauf, ne? Was anderes krieg ich nicht hin. Ja, die Raketen machen so auch Schaden bei mir. Nee, die machen mir den Feuerschaden irgendwie. Also die Homing zumindest. Ja, die Homing, die machen bei mir den Feuerschaden. Bei mir machen die vollen Schaden. Okay. Ja, dann tust du wahrscheinlich glücklicherweise genau dann, wenn die Dinge aufgehen. Nee, das, sonst wäre es ja Schwachstellenschaden. Der wird dir angezeigt. Achso, okay. Mein Handy hat soeben keinen Saft mehr. Boah. Oh. So, was haben wir jetzt? Vier von denen. Das ist eine zehnte Runde. Schwemme. Ich nehme die linken Schwemme. Echt die rechten. Und Simon kriegt die Fliege. Ja. Die kommen doch erst ein bisschen später. Naja. Bringt der Gedankenkontrollturm eigentlich irgendwas? Weiß ich nicht, ich hab nicht viel gesehen. Gesehen habe ich auch nichts, aber. Gut, die bleiben stehen, aber die greifen nicht an. Muschen Penetrationsantennen. Soll ich ihn wieder wegnehmen und das andere hinsetzen? Lassen stehen. Haben wir genug. Ja, wir haben eh noch frei. Stell ich noch einen zweiten Raketenturm auf. Ja. Beim Kern am besten oder so, oder? Ja, hatte ich eh vor ursprünglich. Also dann dahin. Ja, genau. Da fehlen noch 5 Punkte und noch ein weiteres Level. Ja.
du. Und den Rest in die Arme. 44%. Oh, nice. Okay. Schon Feuerlights. Unterstützung brauchen wir, glaube ich, nicht. Nö. Gut. Markus? Mhm. Ach du gut, dann gehe ich auf die andere Seite, okay. Ja, du hast doch fuck Dings, oder? Ah ja, von meiner Sichtweise aus. Ich stand ja da hinten. Deswegen sind Himmelsrichtungen lustig. Mhm. Good to go. Let's get going. Na, ich lache aber noch nicht. Stellt er sich zu mir, ich will jetzt meine Kills klauen. Ja. Du brauchst nicht, du bist schon Level 31. Ja. Eben. Ach, die kommen eh erst bei ihm. Parasitieren. Kommen sie bei dir auch, komm. Jetzt kommen die Fliege sicher. Viel Spaß, Niemann. Jo. Schaffst du schon, oder? Locker. Ich bin schon mal weg. So. Es gibt so viele Schwärme. Ich würde mich auf die Flieger konzentrieren, aber die ganzen Schwärme sind echt. Verführerisch, ne? Nee, die sind die größere Qual, die man glaubt, weil die echt viel aushalten. Viele. Ja. Die sind nicht nur verführerisch. Ja, sind sie, ja, aber trotzdem. Noch dazu auch ein. Merken, Kobi hat einen Samenfetisch. Mach das auch. Ja. Nee, die sind einfach super Ziele für Leute wie uns beide. Die eh so unglaublich riesigen Flächenschaden machen. Okay. Viel Spaß. Ich bin ja gespannt, wer MVP ist. Ich weiß. Kacke. Und ich habe den letzten Treffer gehabt. Oh, jetzt kommt aber einiges. Ja. Jetzt kommt Tschech und ergreift aus jedem DLC alles. Ja. Echt? Stimmt. Wir haben die Spornwirte, die Spornflieger. Wir haben die Mutanten, wir haben die kleinen Läufer, wir haben die Springer. Wir haben die neuen Flieger, wir haben die alten Flieger, wir haben die Heiler und wir haben die normalen Schweber. Yay. Alles auf Amp. Screw ja, everything. Ja, aber nichts Sinnvolles. Ich wäre gerade wirklich für die Amp, weil das hat auch jeden Turm verstärkt ist gerade. Komm rein da. Hm. Wir machen uns keinen Plan, wir gehen einfach auf das, was gerade am gefährlichsten scheint. Ja. Also in der Regel Mutierer sein dürften. Mutierer. Mutierer sind gerade die allerschlimmste Wahl, weil wenn die unsere tollen großen Freunde, die so ein bisschen aussehen wie diese tollen Deku-Masken, overchargen, dann war's das. Spurenwächter. Thank you, overcharge. Nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Die kommen natürlich zuerst. Damit die anderen unbedingt dahinter sind, damit die anderen ja auf jeden Fall. Okay, der erste Mutierer ist da. Jo, ja. Bei mir kommen zwei Mutierer insgesamt, ich sag's nur. Ja, ich bin auch bei dir. Ich hab nur einen Wert, ey. Bei uns kommt noch einer irgendwann. Ich bin erstmal auf dem schweren Läufer dran. Da kommt das. Das zweite Mutierer ist da. Ich geh auf den Sporn wieder plus 1 mal, ne? Und Mutierer da. Nice. Ich kümmere mich auch mal um die Luft. Das wäre nice, weil. Heiler hat keinen Bock. Okay. Ach doch, jetzt. Okay.
Weil die ganzen Schwererballer mir gerade echt die Rübe weg. Weil die sich einfach über den ganzen, über die ganze Map verteilen. Yay, Pliske. Warte, die Sporen wird beschießen ja auch selber. Ja. Die haben mich bis jetzt fast nie getroffen. Das heißt aber, die machen sich damit zu zielen, kann ich was heute. Vor allem, weil die schießen so akkurat, die haben so eine riesige Explosionskugel, das wir sehen. Naja. Ja. Diese doofe ACP, ey. Wieso? Kann nicht zielen mit der. Nicht auf lange Strecken. Da verwackelt alles. Das kann man, glaube ich, nur abschalten in den Einfällen. Aber das will ich schon drin haben. Ja, es muss sie anscheinend. In der letzten Liste, was wird das? Okay. Zick! Das ging schnell. Party hard. We're just too damn 28! 20! Sturmgewehr! Flak! Schrotflinte und Scharfschützengewehr und Rex. Freundschaftslaser. Die Flak wäre hier so praktisch geworden. Ja. Aber die habe ich eben erst jetzt. Mhm. Das Töten eines Gegners versetzt seine Freunde in Angst und Schrecken vor dir. Sie vermeiden es für 6 Sekunden, dich anzugreifen. Okay. Look at die Tode. Markus, ja. Eigentlich ein. Ja, aber der Abstand. Verursacht 20% Flächenschaden um ein Ziel herum, solange du die Schwachstelle triffst. Mhm. Ja, auch nicht schlecht. Ich einfach die meisten Volltreffer hatte, obwohl Markus dabei war. Ich habe nie Volltreffer. Nee, ich okay. Du musst wissen, ich habe eigentlich ja nur Kanonenwaffen. Ich kann gar keine präzisen Schüsse landen. Das ist es ja. Ich hab nur vielleicht wegen die Schwämme. Schießt er so viel Projektile? Möglich. Und ich hab ja einen Schuss alle 2 Sekunden oder so.